20 minutes of Sunday. This is Peter John of Emergency Radio. From the headquarters of the American Radio Relay League in Newington, Connecticut, this is ARRL Audio News. 9 amateur radio satellites will be among 20 satellites set to launch on September 18th from China. China Amateur Satellite Group CAMSAT CEO Alan Kung, BA1DU, told ARRL that the satellites will head into space at 2300 UTC and separate from the rocket 15 minutes and 14 seconds after launch. The XW2 series satellites are equipped with substantially identical amateur radio payloads, a UV mode linear transponder, a CW telemetry beacon, and an AX25 GMSK telemetry downlink. Each amateur radio complement has the same technical characteristics but will operate on different 70-centimeter uplink and 2-meter downlink frequencies. In August, the IARU informed CAMSAT that it was only able to coordinate uplink and downlink frequencies for 2 of the 9 spacecraft. In a public statement released on August 20th by IARU Secretary Rod Stafford, W6ROD, the IARU reiterated that coordinated frequencies must comply with band plans common to all 3 IARU regions. Satellites coordinated outside these plans could cause interference to terrestrial amateur operations in other regions, the IARU said. Orlando Hamcation will host the 2016 ARRL National Convention in February. The convention will mark the 70th anniversary of Hamcation, which is second only in the United States to the Dayton Hamvention in terms of attendance. Orlando Hamcation is sponsored by the Orlando Amateur Radio Club, an ARRL-affiliated radio club, and is supported by volunteers from radio clubs throughout the region. Hamcation has traditionally served as the host for the ARRL Southeastern Division Convention, and in 2014, the ARRL Centennial, it was designated as one of the 6 regional centennial events. Hamcation will take place February 12th through the 14th at the Central Florida Fair and Expo Park in Orlando. In 2015, the convention sponsored 28 forums covering topics in amateur radio technology, public service, and education. ARRL volunteer examiners will conduct morning and afternoon license examination sessions on Saturday. Special event station K1AA will be set up and operating from the fairgrounds, and licensed attendees are invited to participate. The Hamcation website explains how to obtain convention tickets and offers more information about forums, exhibits, exam sessions, and local accommodations, some offering special convention rates. Ihr hört den Ostsee-Rundspruch Nummer 74 für die 38. Kalenderwoche 2015. Erstausstrahlung ist am 18. September. Rückschau auf den Ballonstart in Papa Alpha am vergangenen Sonntag. In unserer Sendung der letzten Woche hatten wir ja den Start des Stratosphärenballons in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden vom vergangenen Sonntag angekündigt. Dieser trug neben einer Wettersonde auch einiges an Amateurfunkequipment mit sich, welches sich im Verlauf des Ballonfluges auch hier bei uns im Sendegebiet bemerkbar machte. Es waren eine 2-Meter-Barke und eine ATV-Kamera an Bord sowie ein FM-Crossband-Repeater mit einem Downlink auf 2 Meter und einem Uplink auf 70 Zentimeter. Um 13 Uhr Lokalzeit am letzten Sonntag ist der Ballon gestartet. Gegen 13.30 Uhr war der FM-Repeater zunächst leise hier bei uns in der Hohwachter Bucht aufnehmbar, nachdem der Ballon eine Höhe von 10.000 Metern erreicht hatte. Ab 13.50 Uhr war der Repeater hier bei uns dauerhaft mit S3 bis S5 an einer kleinen Duoband-Yagi aufnehmbar. Nur kurz gab es zwischendurch QSB-Einbrüche. Es waren natürlich überwiegend Stationen aus Papa Alpha und Oscar November zu hören, aber auch 2 Stationen aus Südengland haben QSOs zustande gebracht. Der Ballon erreichte eine Höhe von über 33.000 Metern bei einer Außentemperatur von minus 50 Grad Celsius und begann um kurz vor 15 Uhr seinen Sinkflug. Nach einer zurückgelegten Strecke von rund 130 Kilometern Richtung Nordosten landete der Ballon wieder wohlbehalten auf dem Boden, nachdem man zunächst befürchtete, dass der Ballon im Wasser landen würde. Ein Teil der Flugstrecke lag über dem Markermeer. Einen Kartenauszug mit dem Flugbahnverlauf findet ihr auf ostseerundspruch.de. Nach der Landung begann dann die eigentliche Ballonfossenjacht. Unter diesem Namen stand ja die gesamte Veranstaltung. 2 Meter Fuchsjäger aus dem ganzen Land machten sich mit ihren Peilempfängern auf dem Weg, um in Form eines Wettbewerbs den Ballon und seine Fracht aufzuspüren. Der Ballonstart fand in dieser Form schon zum 37. Mal statt und bildet jedes Jahr erneut ein Highlight im Amateurfunkjahr in den Niederlanden.